Ja, hallo liebe Freunde. Jetzt geht es hier noch Richtung Spaziergang. Hier kommt eine ganz liebe Hündin noch auf mich zu. Na, Menschenskinder. Hallihallo. Oh, du Liebe. Geht's dir gut? Ja. Dir auch? Ja, naja. Ich muss los, du. Ich habe keine Zeit zum Spazieren. Ja, letzte Woche hatte ich ja schon von der anderen Seite gezeigt hier. Hier wird auch noch gebuddelt. Heute ist wieder ein super Sommertag. Also ich finde das ja total, also alle, die sich jetzt über den Regen aufregen. Ich bin sehr froh. Na, hier ist meine Ospe. Summt hier, hörst du, an meinem Ohr. Nein, ich wollte sagen, dass endlich mal auch nach 5 Jahren trockenen Sommer jetzt auch mal einen verregneten gibt. Und ich freue mich auf einen heißen Herbst. Altweiberherbst. Sommer sagt man sonst nur. Ich sag mal Herbst. Altweiberherbst. Ja, aber da freue ich mich schon drauf. Der August wird ja so bleiben, sonnenlos, die Ferien, Gäste, naja, werden wir sehen. Also dieser Sommer ist auf jeden Fall erstmal, was habe ich vorhin gelesen, der wärmste Winter seit Messung. Fand ich ganz lustig. Aber so fühlt es sich auch an. Das kann ja auch nicht wahr sein. Der Herr Lauterbach, der wird ja jetzt, anstatt sich um seine PPR 2.0 Geschichte drum kümmern, dass er jetzt irgendwie den Arsch an die Wand kriegt, dass er das irgendwie eine neue Ausrede findet, warum das jetzt wieder so nass ist. Wahrscheinlich haben wir dann bestimmt in der nächsten Zeit dann noch einen Regenschutzplan oder Luftschutzplan. Ja, Luftschutzalarm. Ja, ich weiß es nicht. Aber das könnte, ja. Was ist noch alles denkbar in dieser Zeit? Nichts undenkbar. Wird immer krasser. So, jetzt gehen wir weiter. Leute versammeln sich wieder am Eisstand. Und wir sind heute richtig viele wahrscheinlich. Ganz viele. Dann noch wieder ein paar aus der. Wo wart ihr denn? Polen. Cordula. Ja. 2 Wochen lang keine. Du liebe gute Kommen. Ja, hallo. Ja. Hallo, Ivy. Auch wieder da. Na, aber immer. Aber du zählst nicht zu diesen Nazis. Ja. Nee, ich bin Schwobler. Du bist ein Schwobler. Also Links-Schwobler oder Rechts-Schwobler? Mitte. Mitte-Schwobler. Mitte. Also, kann man das sein? Ja, kann man. So zwischen den Stühlen sitzen? Ich schwobel mal hier und mal da. Ah, das, so machen die anderen das ja auch. Eben, habe ich mir abgeguckt. Kommt mal gut mit durch. Hallo, auch wieder da? Ja, natürlich, klar. Naja, immer ja am Start, ja. Wir müssen doch zusammenhalten. Ja, so setzt ein. Ja. Vorm Rathaus geht's los, wie jeden Montag. Ne? Genau. Und leider werden es immer weniger. Naja, aber wir werden stärker. Trotzdem. Wir sind stärker, ja. Hab ich das Gefühl? Ja, doch, das stimmt auch. Und es gibt auch viele Stimmen, die jetzt momentan merken, aha, wir sind belogen worden. Kannst du euch mitnehmen? Eine Weste. Mal gerade aus dem Urlaub zurück und schon wieder gleich wieder an. Für Ordnung und Sicherheit sorgen, ja. Ihr wart in Polen, sagst du? Ja. Wie war's? Gewaltig. Kann ich nur jeden, der noch nicht da war, kann ich nur jeden empfehlen. Mit Family. An der See oder? Anhang, ja, direkt Kolberg. Ah ja. Ja.
quasi mal. Nach alter Heimat besucht. Ja. Ihr habt das Wetter ja noch abgefasst, halbwegs, war? Vielleicht? Nee, aber hat auch geregnet. Wie hier, durchwachsen. Ab und zu mal also Sonne. In Polen regnet es auch. Ja, ja, die haben auch, die haben Wasser. Weil ich das schon anderen ja, zum Punkt gesprochen habe. Ich habe es dabei, allerdings ein bisschen weiter weg. Schoko heute? Genau. Brauchen ein bisschen Kraft, dass wir durchhalten. Ihr wechselt immer die Geschmacksrichtung. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Die kenne ich und die esse ich immer wieder. Die braune. Die braune. Hm, wahrscheinlich. Das passt. Das passt ganz genau. Weiß man gleich, wo man hingehört, stimmt? Ja, mal gut, dass du keine Frau bist. Weil dann wäre das schon wieder sexuell anzüglich. Ja, bei Männern auch. In der Öffentlichkeit. Bei Männern auch, bei Männern, na klar, ja. Mittlerweile auch schon. Ist gar nicht ohne. Also ich bin froh, dass ihr alle bei mir seid. Sonst hätte ich ein bisschen Angst. Allein würde ich mich das gar nicht trauen. Hätten sie dich schon angefasst. Hätte ich einen Löffel genommen. Aber was hast du heute mit dir gemacht? Morris Berman, finstere Zeiten für Amerika. Ende einer imperialistischen Ära. Das ist von 2006, wie gesagt. Wenn man sich überlegt, dass er schon... Einige Jahre her. Nee. Die Wurzel allen Übels sieht Berman im täglichen Leben der Amerikaner, in ihren Wertvorstellungen, ihren mangelnden historischen Bewusstsein und eklatantem Bildungsmangel und Verrohung der ganzen Gesellschaft. Alles klar. Kann man nur empfehlen. Ich mache nicht unbedingt. Na, du legst auch so lustvoll dein Eis? Lustvoll, ja. Guck mal. Ja, mal mit dem. Wir werden noch ein bisschen warten, aber die Polizei schickt uns nach Hause. Willst du noch ein bisschen warten? Nee, ich sage, wir wollen ja ein bisschen, die werden noch ein bisschen warten. Wir stellen die aber die Polizei schicken sie nach Hause. Wir kriegen ja auch Geld bezahlt. Wenn ihr nicht wollt, dann bleiben wir im Tier stehen. Hast du gar nicht mitgekriegt jetzt? Nee, überhaupt nicht. Wenn man 20 Leute hat, kann man sagen, ja. Die Mehrheit hat quasi demokratisch beschlossen, dass wir heute nicht spazieren. Dann können wir Straße lang und die Dummen, die lachen. Mhm. Habe ich nicht mitbekommen. Nee, hast du nicht mitbekommen? Ich auch nicht. Aber das haben sie gerade gesagt. Ja, dann müssen wir hier bleiben. Aber so wenige sind heute. Wir haben uns jetzt entschieden. Wir bleiben jetzt hier. Das Wichtige ist bloß, dass wir sagen, nächste Woche sind wir wieder hier und gehen jetzt wieder weiter. Ja, nächste Woche geht das wieder Wetter, weiter. Wenn das Wetter ein bisschen besser ist, dann werden noch mehr Leute kommen. Hier, was macht Tangermünde? Tangermünde geht's gut, denke ich. Wir sind ja nicht alle da heute wieder. Also wieder ein Sommerloch, würde ich mal sagen. Ja, Sommer? Ja, im Sinne der nicht stattfindenden. Im Kalender. Kalendarisch. Nee, Beteiligung. Wir hatten es aber schon vor 2 Jahren, haben wir hier zu zweit gesessen und haben einen Kaffee getrunken, weil eben kaum jemand da oder gar keiner weiter da war. Insofern. Da sind wir heute noch viele. Genau. Aber nur gut, wenn's, dann ist es so. Dann kann ja die Gemeinschaft soll entscheiden. Und entschieden haben sie wohl, dass wir nicht gehen. Gehen wir nicht so schlimm. Ja, die sind extra von Berlin gekommen, hier die beiden. Ja. Der wundert sich auch, dass er heute nicht Gassi geht. Genau. Naja, ich mach mal einen ganz kleinen Spaziergang. Und mach für stellvertretend für alle. Mach das. Ja, das ist so ordentlich. Das kann er entsprechend alles nur und die Medien. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert.
Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen, es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen, lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt, das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten!